Hi und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Backstage, unserem Musikmagazin bei FS1. Ich bin Isabella Zajons. Und ich bin Katharina Mooshammer. Diese Woche haben wir uns dem Thema gewidmet, mit dem die Stadt Salzburg am häufigsten in Verbindung gebracht wird: der klassischen Musik. Nicht nur Mozarts Einflüsse haben hier wichtige Spuren hinterlassen. Heute gibt es mehr klassische Musiker und Musikerinnen denn je in unserer Stadt. Nicht umsonst wird Salzburg auch als die klassische Musikhauptstadt schlechthin bezeichnet. Zuerst haben wir uns aber auf der Straße umgehört. Wie stehen die Menschen in der Mozartstadt generell zu klassischer Musik? Was halten sie von experimenteller klassischer Musik und wie sehen sie die Entwicklung in der Zukunft? Wir haben nachgefragt. Hallo, ich bin die Tatjana und wir waren heute in der Salzburger Altstadt unterwegs und haben Menschen gefragt, wie sie zur klassischen Musik stehen. Also, erste Frage, hören Sie gerne klassische Musik? Ja, ich liebe klassische Musik, ich höre ich täglich. Und was für Arten denn von klassischer Musik? Also eher modernere klassische Musik oder eher ältere? Wie könnten Sie das beschreiben? Na, die Klassiker, also gerne Mozart, wir sind ja auch hier in der Mozartstadt, aber Beethoven, Chopin, Rachmaninow. Ab und zu gerne, ja. Mhm. Und beschränkt sich das dann auf die ältere klassische Musik oder vielleicht auch modernere Stücke? Eher moderner, würde ich mal sagen, aber querbeet, je nachdem, was sich bietet, welche Konzerte gerade sind. Ja. Würden Sie das dann auch als Ihr Lieblingsgenre betiteln? Nein, eigentlich nicht. Ich bin eher Rockpop unterwegs normalerweise, aber zum Ausgleich gerne mal was Klassisches oder Klavier. Ich spiele selber und von daher habe ein gewisses Faible für Klaviermusik. Eigentlich wenig. Und wenn Sie es aber dann doch mal hören, wo sind dann die Berührungspunkte? Ist das vielleicht bei Freunden oder Filme oder irgendwie so? Meistens in Filmen, ja, wo man halt quasi in öffentlichen Räumen, wo es gespielt wird, aber aktiv privat hören tue ich es nicht wirklich, ja. Also ab und an mal, vor allem so die neuere Ludovicor, also eher Klavier mit Orchester unterlegt, ja. Schön, also ausschließlich dann eher neuere Sachen oder doch ab und zu einmal so die klassische Klassik, sage ich mal? Also eigentlich eher die neueren Sachen, also vor allem beim Lernen dann. Und wie bist du dann drauf gekommen, dass dir das beim Lernen weiterhilft? War doch Zufall eigentlich. Also durch eine Freundin, die hat mir mal die CD gegeben und dann natürlich durch Spotify. Da konnte man dann auch mehr finden, ja. Ich höre sehr gern Beethoven zum Lernen. Das unterstützt mich einfach und gibt mir diesen Impuls, dass ich wirklich aus mir rausgehe. Und das ist einfach was Tolles. So. Wie bist du drauf gekommen, dass dir Beethoven beim Lernen hilft? Nein, ich weiß nicht. Ich habe viel probiert, was so die Musikrichtungen angeht. Also ich höre viel Rock, Metal und so. Und im Endeffekt baut das ja alles auf der Klassik auf. Und die Klassik ist irgendwie so das Grundprinzip von dem Ganzen. Also irgendwie hat das auch dann, das gibt auch mehr her. Also gerade wenn ich wirklich lerne, dann gibt mir das so diesen Druck, den ich brauche. Also das baut mich wirklich auf. Ja, also ich bin klassischer Musiker und ja, ich mag klassische Musik sehr. Besonders die Musikstücke von Mozart und Bach. Ich war letztes Jahr in Leipzig und ich habe die Musik von Bach viel erfahren, sehr erfahren. Und außerdem, ich habe in Salzburg ich bin Mitglied an drei Chöre gewesen. Salzburg ist ein sehr, sehr schönes Ort für Musik. Gehst du dann auch auf Konzerte oder besuchst du irgendwelche Musikveranstaltungen, wo klassische Musik gespielt wird? Also ich war jetzt einmal eben auf dem Konzert von Ludovicor und ansonsten bin ich ab und an in der Oper. Da wird ja dann noch ab und an mal klassische Musik im Hintergrund gespielt. Ja, auf jeden Fall Besuch ist. Nicht so oft, aber immerhin. Klassische Konzerte sehr selten, weil es für mich zu anstrengend ist, weil ich einfach meinen Safe Space sozusagen brauche zum Hören. Also ich habe daheim einen Proberaum und habe da meine zwei großen Hi-Fi-Boxen, auf denen ich einfach das Ganze erleben kann. Und in einem Konzert ist das alles irgendwie ein bisschen zu verklemmt. Deswegen würde ich sagen, eher daheim. Also machst du dann auch selber Musik? Ja. Auf jeden Fall, ja. Würdest du sagen, deswegen hast du nur mal einen anderen Bezug dazu, weil du das gerade schon irgendwie begründet hast, dass das aufbaut, zum Beispiel eben die Rocksachen, dass da praktisch das Fundament die Klassik ist? Ja, schon. Also ich glaube schon, dass mich das ein bisschen, ja, ich würde sagen, motiviert auch, weil so die Grundprinzipien sozusagen schon da sind und man auf dem aufbaut und schon auf jeden Fall, ja. Besuchen Sie dann auch viele klassische Konzerte? Ja. Und hauptsächlich jetzt gerade in Salzburg, weil Sie ja gerade schon eben das angesprochen haben mit der Mozartstadt, oder sage ich mal, würden Sie jetzt auch weiter wegfahren für ein Konzert?
Ja, ich würde schon auch weiter wegfahren, genau. Ich bin noch relativ neu in Salzburg und war jetzt erstmal mit anderen Sachen beschäftigt. Aber genau, würde mir natürlich auch hier gerne noch mehr Veranstaltungen angucken, ja. Ja, schon ab und zu, ein-, zweimal im Jahr auf jeden Fall. In Salzburg allerdings schon lange nicht mehr. Ich komme eigentlich ursprünglich aus München, aber da gibt es auch was, ja. Hätten Sie vielleicht eine Idee, wie man die Jugend zum Beispiel abholen könnte, weil das ja doch eher ältere Generationen lieber klassische Musik hören? Ja, ich weiß nicht, wie man das überbringen kann, aber vielleicht schon in den letzten Schuljahren, da haben wir schon mal gehört, die Jugend aufklärt drüber und dann sieht man, wie die Interessen sind. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das zur Klassik zählt, aber man kann ja auch schon dieses Elektro-Trance machen, wo es ja auch die mit Violine und dergleichen schon unterstützt wird. Und ich denke, dass man in der Hinsicht dann auch die jungen Leute anspricht. Also indem man halt nicht mehr nur Klassik mit klassischen Orchesterinstrumenten verbindet, sondern dann eben auch neuere musikalische Instrumente mit einbindet. Und ich denke auch eben durch die Filmmusik, also wenn man, also diese Konzerte, wo hinten währenddessen der Film gespielt wird, dass das für junge Leute auch interessant ist. Würden Sie sagen, es ist ein bisschen zu veraltet, dass man vielleicht irgendwie die nächsten Generationen ein bisschen mehr abholen könnte? Denke schon, wenn man das vielleicht in der Schule, in der Volksschule schon ein bisschen mit einbringt, dass man die Jugend wieder näher an das heranbringt, glaube ich schon, dass das Anklang findet. Ja. Also was mir selber sehr gut gefällt, ist halt, wenn das Ganze nicht so elitär ist, sondern auch klassische Musik jetzt hier zum Beispiel auf so einem Platz stattfindet, ganz spontan in einem kleineren Rahmen, wo nicht immer ein großes Orchester dabei sein muss, sondern eher dieses Flair, was man sonst so ein bisschen aus der Jugendkultur vielleicht hat, Konzerte, also weggehen, ausgehen, Konzerte, dass man das vielleicht irgendwie verwendet. Ja. Jetzt, die Stadt Salzburg ist natürlich Mozarts Geburtsstadt, man sieht Klassik eigentlich fast, wohin man geht. Würdest du sagen, dass es nun mal hier, gerade in dieser Stadt, nun mal einen anderen Bezug zur Klassik gibt? Ja, ich denke schon, vor allem eben durch Mozart, da wird man da noch mehr aufmerksam, auch als Tourist und die Touristenattraktion als in anderen Gebieten. Ja, absolut. Und ich finde das total toll. Also mir ist aufgefallen, jetzt auch gerade im Sommer sind dann oft irgendwie die Fenster auf und man hört, dass hier Studierende musizieren und üben, wahrscheinlich vom Mozarteum, und dass hier oft auch echt sehr hochwertige, sehr qualitativ hochwertige Musik auf den Straßen ist. So, das ist echt was Besonderes, ja. Also eigentlich bin ich ja Niederösterreicher und bin nach Salzburg gezogen, aber natürlich ist da gewisse Verbundenheit da und man kriegt es natürlich auch in der Schule schon ein bisschen mit, wie es sein muss sozusagen, und ja, also schon, ich glaube, dass das auch definitiv was damit zu tun hat, dass man diesen Bezug dazu aufbaut, weil man halt irgendwie damit aufwächst. Ist natürlich eben wegen Mozart, sieht man es natürlich überall und hört es ab und zu, aber ich finde, wenn man oft in der Stadt ist, grenzt man das so ein bisschen aus. Also man nimmt es nicht mehr aktiv wahr, sage ich mal. Vielleicht für Touristen eher schon noch, aber sag ich mal, wenn man täglich unterwegs ist, blendet man es eigentlich aus. Ja, klar ist Mozart an jeder Ecke und Stelle spürbar. Ich bin jetzt nicht so der Mozart-Fan, muss ich sagen, aber allein das Flair hier in Salzburg ist natürlich, was klassische Musik betrifft, schon hervorragend. Ja, natürlich. Also es geht nicht nur um Mozart, sondern das Salzburger Festspiel und außerdem die Kirchen. Die Kirchen haben eine sehr lange Geschichte und man kann nicht vergessen, dass die Kirchen noch Messen jeden Sonntag machen und man benötigt Musik dafür. Also die Musik ist ganz spürbar. Und wie stehen Sie dann zu experimenteller klassischer Musik, wo dann doch zwei verschiedene Musikrichtungen aufeinandertreffen? Ja, also da habe ich jetzt noch nicht so viel gehört, muss ich sagen. Ich finde so ein Crossover ganz interessant zwischen Klassik und Pop zum Beispiel oder Klassik und Rock, das ist interessant. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was da drunter fällt unter experimentelle klassische Musik. Fände ich tatsächlich sehr interessant, ja, dass man das mit modernen Musikrichtungen ein bisschen kombiniert. Dann denke ich, könnte das ganz gut ankommen, ja. Ja, ganz interessant. Ehrlich gesagt, ich denke, ich bin nicht sehr begeistert dafür. Das ist meine eigene Meinung. Es gibt viele Leute, die sehr begeistert dafür. Und ich weiß, dass das Komponieren sehr wichtig ist bei diesem Genre für Musik. Und ich denke auch, es gibt viele gute moderne Stücke. Es gibt immer
man muss damit experimentieren. Und ich denke, das ist sehr kreativ von den Musikern. Aber ja, persönlich, ich denke, ich mag Bach, Mozart, Musik aus dem 19. Jahrhundert. Wie siehst du die Zukunft der klassischen Musik? Schwierig. Also ich glaube, es wird sich auch verändern. Also irgendwie, wie Leute Klassik ansehen. Klar, die Klassik wird immer die Klassik bleiben, aber es werden halt immer mehr sozusagen Interpreten kommen, die was halt das verändern werden, wie man die Klassik sieht. Also ich glaube, die direkte Klassik, also eben, wie wir eben gerade reden, Mozart und Beethoven, die werden halt mit der Zeit irgendwo ein bisschen, ich würde nicht sagen in Vergessenheit raten, sondern eher so ein bisschen nach hinten rücken, und da werden andere Sachen kommen, die was den Grundstein setzen und das Ganze verändern werden. Ja, also das nimmt man schon wahr. Ich habe jetzt die letzten Jahre lang in Hamburg gelebt und war da oft in der Philharmonie, und das war doch immer ein älteres Publikum. Das finde ich sehr schade. Ich habe das Gefühl, so das jüngere Publikum verbindet das eher so mit Filmmusik und so. Und da hoffe ich auch, dass da sich dann irgendwie so der Bogen schließt und sie dann vielleicht auch ein bisschen mehr auch auf die richtigen Klassiker auch kommen. Aber genau, ich würde es mir halt sehr wünschen, dass uns die Wertschätzung dafür beibleibt. Ne? Also Sie denken, mit der Filmmusik könnte man doch die jüngere Generation sehr gut abholen? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, jetzt war ja zum Beispiel die Filmmusik von Interstellar total beliebt, und das ist ja auch mit Orgelmusik, und ich glaube, das ist so in der jüngeren Generation, hatte man da gar keinen Bezug zu, und dadurch wird dann vielleicht wieder gezeigt, dass es ja eigentlich auch ganz spannende Instrumente sind und so. Ne? Und wie siehst du die Zukunft von der klassischen Musik, weil du ja jetzt doch halt die moderneren Werke eher hörst? Also schaut eigentlich vielversprechend aus, oder? Ja, ich denke schon. Vor allem im Bereich so Filmmusik, aber auch Konzentration, Meditation. Da denke ich, wird viel klassische Musik gespielt werden. Also, ja. Ja gut, die hat ja schon ein paar Jahrhunderte überlebt, und die wird es immer noch auch in Zukunft, denke ich mal, geben. Ist ja nicht so unbedingt an den Zeitgeist gebunden. Vielleicht braucht es an gewissen Stellen so ein bisschen Modernisierung in der Kommunikation oder an der Präsentation auch. Aber ich denke mal, wenn ich mir jetzt Vivaldi zum Beispiel anhöre, ist er zeitlos im Prinzip. Ja. Und entsprechend wird das wahrscheinlich in Hunderten von Jahren auch noch Bestand haben. Ja. Klassische Musik kommt also bei den Salzburger Bürger und Bürgerinnen im Großen und Ganzen recht gut an. Das ist keine Überraschung, denn es gibt jährlich zahlreiche Events mit klassischen Einflüssen. Von kleinen Konzerten im Schloss Mirabell bis zu den großen, prunkvollen Veranstaltungen im Festspielhaus. Wer sich in diesem Genre besonders auskennt, ist Andrei Gologan. Der begnadete Pianist kommt ursprünglich aus Rumänien, doch die Musik hat ihn nach Salzburg verschlagen. Wir haben mit ihm über seinen Werdegang und seine Erfahrungen gesprochen und ihn gefragt, wie er die Zukunft der klassischen Musik sieht. Hi und herzlich willkommen bei Backstage, unser Musikmagazin. Ich darf hier heute Andrei Gologan begrüßen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Gerne. Und ich freue mich heute, mit dir ein bisschen über klassische Musik und über dich und deine Erfahrungen zu sprechen. Super. Zuallererst würde ich dich bitten, für alle, die dich noch nicht kennen, dich einfach mal kurz vorzustellen. Gerne. Ich heiße Andrei Gologan. Ich bin Pianist. Ich bin 28 Jahre alt, jung. Ich bin aus Rumänien, geboren in Rumänien. Ich habe in Salzburg studiert, am Mozarteum, Klavier, seit 2010. Ich habe quasi ein Pre-College gemacht, dann habe ich einen Bachelor, Master. Inzwischen war ich auch eine Weile in Köln für ein Masterstudium. Und jetzt bin ich wieder in Salzburg und bin ein freischaffender Pianist. Sehr schön. Dann fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Seit wann machst du Musik? Ja, es ist eigentlich eine relativ komische Geschichte. Ich habe Klavier mit 5 angefangen. Ich bin aus einer quasi Nicht-Musiker-Familie. Also meine Eltern haben nicht wirklich was zu tun mit Musik. Also die mögen Musik. Mein Vater spielt ein bisschen Gitarre, aber ich habe nicht darum Klavier angefangen, sondern es war eine ganz komische Geschichte. Ich glaube, ein Nachbar von uns, eine Familie, hatte ein Piano zu Hause. Und als wir, also ich mit meinen Eltern, zu Besuch waren, habe ich immer wieder auf dem Klavier irgendwie probiert zu spielen. Und ich fand es faszinierend, die Farben, schwarz und weiß und die Tasten. Und dass diese riesengroße Kiste irgendwie Klang macht. Und zeitgleich
hat mein Vater immer wieder Klaviermusik von Chopin gehört. Und dann habe ich irgendwie den Link zwischen dieser schönen Musik und dieser riesen Kiste gemacht und dachte, oh Gott, so schön können diese schwarz-weiße Tasten klingen. Das will ich mal probieren. Deswegen ging ich zu einer Musikschule. Und ja, so hat es angefangen. Okay, ja, sehr interessant. Und was begeistert dich so an der klassischen Musik? Also warum hast du jetzt genau in diesem Genre angefangen? Ja, ich glaube, die Breite des Genres. Also irgendwie damals, als ich angefangen habe, als ich Kind war, dachte ich nicht, dass es irgendwie eine andere Alternative wäre. Beispielsweise Pop, Jazz oder keine Ahnung, irgendetwas anders. Von Anfang an war ich fasziniert von der klassischen Musik. Also es hat eine riesengroße Geschichte. Also wir spielen Musik, die seit Jahrhunderten immer wieder gespielt wurde. Und natürlich auch zeitgenössische Musik. Auch das, also das finde ich wahnsinnig faszinierend. Auch heutzutage, dass ich ein Stück spiele, das man im 17. oder 16. Jahrhundert geschrieben hat. Und es hat noch immer eine wahnsinnig große Bedeutung, auch heutzutage. Und wir sind im Großen und Ganzen eigentlich Humanisten, in dem Sinne, wir beschäftigen uns mit Werken, die von anderen Menschen geschrieben wurden. Und wir finden einfach das Ziel, warum ist Musik wichtig? Also das werden wir noch darüber sprechen. Aber das finde ich wahnsinnig faszinierend, die Breite der klassischen Musik. Und was war dann der Grund, dass du Rumänien verlassen hast und dann nach Salzburg gekommen bist? Ja, ich wollte eigentlich im Ausland studieren. Ich hatte einen ganz guten Lehrer in Rumänien gehabt. Der hat mir alles beigebracht, was Musik heißt, auch in einer persönlichen Ebene. Für mich, aber auch für das Publikum, was das heißen kann. Aber dann mit 16, 17 habe ich und auch meine Eltern haben sich gedacht, vielleicht wäre ein guter Schritt, einfach im Ausland zu probieren, zu studieren. Haben wir geguckt, was für Universitäten sind. Wir haben auch in London mal irgendwie geschaut, Deutschland auch teilweise. Aber dann habe ich die Sommerakademie in Salzburg am Mozarteum gemacht. Ich habe teilgenommen. Und wir waren von der Stadt fasziniert, von der Geschichte, wie schön es ist natürlich, wie auch gemütlich teilweise es ist. Und es hat für mich super gepasst. Und wir dachten, okay, das ist der Ort. Habe damals, 2009 oder 2010, habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht. Und ja, seitdem bin ich quasi da. Ja, sehr cool. Ja, wir haben ja eh schon vorher kurz gesprochen, dass eben klassische Musik eine sehr lange Geschichte hat. Und mittlerweile gibt es ja auch neue Formen. Vielleicht hast du von dem Crossroad Festival gehört, wo auch in gewisser Weise klassische Musik und Contemporary kombiniert wird. Wie wichtig, denkst du, ist klassische Musik heute noch in Salzburg? Und auch, wie siehst du die Entwicklungen und diese neuen Formen? Ja, eigentlich, ich finde, dass es eine sehr gute Entwicklung hat, generell. Entwicklung, was heißt Entwicklung? Wir beschäftigen uns immer wieder mit der Bedeutung der Musik. Natürlich ist Musik auch eine Art Entertainment, aber nicht nur. Vor allem die Musik, die wir machen, die ich mache, hat so ein Potenzial der Selbstreflektierend. Man sollte es einfach öfter hören. Natürlich kann man auch Fragen stellen, warum ist Musik wichtig? Und man kommt zu verschiedenen Antworten und Analysen. Aber wichtiger finde ich, dass man einfach Musik hört. Und jeder kann was aussuchen von dieser unglaublichen Musik. Also beispielsweise Bach. Bach kann für mich was heißen, für dich kann was anderes heißen. Und deswegen ist diese Musik so wahnsinnig wichtig, einfach als Reflektieren, was bin ich? Was bedeutet unsere Gesellschaft? Was ist meine Rolle in der Gesellschaft? Und das ist eigentlich die Rolle der Kunst und natürlich der Musik. Okay. Dann, worüber ich auch noch gern kurz mit dir sprechen möchte, ist das Programm Online Concerts und Talks, welches du ja organisierst.
Es handelt sich dabei ja um eine virtuelle Konzertreihe, bei der junge Musiker und Musikerinnen eben gemeinsam online klassische Musikstücke spielen. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen? In eine ganz natürliche Weise. Natürlich, es kam als Reaktion zu der ganzen Kulturkrise seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren fast. Mai 2020, es war uns allen klar, dass Covid mit uns bleibt. Und es gab keine Konzerte, keine offenen Veranstaltungen mit Publikum. Und wir standen, also wir freischaffende Künstler, waren einfach zu Hause und dachten, was tun wir jetzt? Musizieren müssen wir auf jeden Fall weiter. Und es gab keine irgendwie Organisation, die sich darum gekümmert hat. Und ich dachte, okay, dann tue ich was. Ja. Und ich war in Kontakt mit FS1, die waren wahnsinnig nett. es war von Anfang an klar, wir können zusammenarbeiten. In dem Sinne, ich bin zuständig, quasi Musiker zusammenzubringen. Und wir machen Kammermusik. Das war essentiell wichtig, dass man nicht alleine macht, sondern zusammen. Man spielt zusammen, weil es war natürlich die Reaktion zu dieser ganzen Lockdowns und so weiter. Man ist sehr intim zu Hause, aber man hat nicht mehr das Kontakt mit anderen. Und auch in der Musik war genau das Gleiche. Man hat viel für sich selbst geübt, gespielt zu Hause. Aber es gab keine Kammermusik, keine Kommunikation. Und das wollte ich natürlich vermeiden. Und in diesem Kontext konnten wir weiter musizieren, Kammermusik. Und dann hat sich die Sache so entwickelt. Ich habe mir damals nicht vorgestellt, dass wir so weit kommen. Wir haben über 25 Online-Konzerte organisiert in verschiedensten Locations mit verschiedensten Programmen und verschiedensten Instrumentationen und Leute. Wir haben Special Guests quasi eingeladen, Mozarteum Universitätsprofessoren bzw. Professorinnen eingeladen, gemeinsam mit Studenten oder mit jungen Musikern zu spielen. Inzwischen haben wir Konzerte organisiert, auch mit Musikern außerhalb von Salzburg, von Wien, von Berlin, von London auch teilweise, die kamen nach Salzburg. Wir haben musiziert. Für mich war so eine schöne Zeit, vor allem während dieses Lockdowns. Es gab keine Konzerte, überall, gar nichts in Europa. Und nur die Idee, dass wir fast die Einzigen sind, die zusammen musizieren und dazu auch irgendwie Leute helfen, vor allem Studenten, mit mehr erfahrenen Musikern zusammenzuspielen. Also das fand ich sehr toll, finde ich noch immer sehr toll. Ich bin ganz begeistert, dass wir das ganze Projekt mit FS1 entwickeln konnten. Ja, das war wirklich ein sehr cooles Projekt. Und gibt es noch andere Projekte oder Ziele, die du für die Zukunft hast? Jetzt hoffentlich können wir, also hoffentlich, ich drücke die Daumen, dass wir, es hat sich so langsam entwickelt, wir können wieder mit Publikum spielen. Es wird wahrscheinlich noch dauern. Also man sieht ganz klar in Konzertsälen, die sind nicht immer ganz so voll wie früher. Hoffentlich wird es besser. Ja, andere Projekte und Ziele. Also ich will einfach Musik machen. Das ist mein Ziel. Ich liebe zu musizieren. Ich liebe meine Kunst ans Publikum zu vermitteln. Ja, das ist mein Ziel. Das ist mein Projekt. Schön. Hauptprojekt. dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Welche Tipps würdest du den jungen Musikern und Musikerinnen geben, die jetzt vor allem in der klassischen Musikszene sich etablieren möchten? Ja, natürlich, ich bin jung, noch immer jung, um Tipps zu geben. Aber eins würde ich sagen, einfach kreativ zu bleiben. Also das hat mir sehr geholfen in der letzten Zeit, zum Beispiel mit Online-Concerts und Talks. Die Idee, dass man nicht nur das macht, was man weiß, sondern dass man einfach experimentiert mit anderen Ideen, Projekten. Ich komme zurück zu der Breite der klassischen Musik. Es gibt so ein Potenzial, ein Riesenpotenzial. Man kann so viel machen, so viel experimentieren in allen Seiten. Ich glaube, ich würde sagen, experimentiere mal, bleib treu zu sich selbst. Das ist auch wichtig, finde ich. Und ja, mach Musik, also das Wichtigste. Stimmt. Ja, dann sage ich danke für das Interview und die interessanten Gerne. Einblicke. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir noch alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal dann. Danke.
Wie wir gerade gehört haben, entwickelt sich auch die klassische Musik weiter. Genres werden gemixt und neue Formen der klassischen Musik entstehen. Beim Crossroad Festival des Mozarteums, welches Ende Oktober stattgefunden hat, konnte man sehen, wie diese neuen Formen der klassischen Musik aussehen können. Auch unser Team war vor Ort und hat sich mit dem Organisator unterhalten. Crossroads ist ein jährlich stattfindendes internationales Musikfestival in Salzburg. Crossroads ist auch als International Contemporary Music Festival bekannt, das in diesem Jahr vom 26. bis 29. Oktober in Salzburg stattgefunden hat. Veranstaltet wird es von der Universität Mozarteum, dem Studio für elektronische Musik sowie auch dem Institut für neue Musik. Ziel ist es, dass junge Komponistinnen und Komponisten sowie Interpretinnen und Interpreten zeitgenössischer Musik die Möglichkeit bekommen, internationale Beziehungen zu schließen. Yes, our selection process for the composers is very interesting actually, because we as the organizational team, we only choose the ensembles we want to invite to the festival. Based on their performances that we saw or some recommendations from colleagues. Then there's an application process for composers. They can be of any age or any nationality. There's no limits. Just the only requirement is that they're still studying somewhere in Europe. This year we got like 160 applications, which was great. And then the process continues when the ensembles get the applications that belong to them, like composers choose which ensemble they would like to work with. And in the end, the ensembles decide who they want to take as their composers. And the last part is when those chosen composers write new works, especially for the chosen ensemble. Weiters dürfen die Teilnahmekriterien des Musikfestivals für Künstlerinnen und Künstler nicht außer Acht gelassen werden. Besonders erwähnenswert ist hierbei, dass das Ensemble selbst die Komponistinnen und Komponisten auswählt. Ob diese Musikrichtung, somit Contemporary Music, als Weiterentwicklung der klassischen Musik gesehen werden kann, muss kritisch betrachtet werden. Möglicherweise sollte es eher als experimentelles Feld bezeichnet werden. What is contemporary music? Good question. I think a short answer is music that is written and conceived now, but also music which kind of reflects a bit on what was and tries to have an experimental approach to it. Konzepte sind entscheidend, nicht etwa Geld oder bereits vorgefertigte Werke. The so to say classical new music, die neue Musik, is of course like a comes from a traditional background. It's mostly instrumental music, then also with electronics. And but in the last, over the course of the last years, also the approach has widened, and also there is non-academic influences in contemporary music. So I think it's hard to pin down. This is not like a genre. It's more an experimental field with a lot of very different approaches of which all asking the question, what music is, basically. Die persönliche Zusammenarbeit der Künstlerinnen und Künstler ist besonders entscheidend für den Erfolg des Crossroads Musikfestivals. Maybe an addition to the selection process in comparison to how this works in a lot of other festivals or competitions which are similar, is that you don't have to send any money to participate in the call, and you don't have to send finished pieces. You just have to send concepts, and this is one of our aims, that the conditions for taking part in this is fair. So you don't have to work for nothing, and then you don't get an invitation. So you have a finished piece which will probably never be performed, and you have months of
works of work that are basically for nothing. And so we try to be fair in the condition, in the entrance conditions. Das Crossroad Musikfestival bezieht sich auch nicht nur auf einen kurzen Zeitraum für die Künstlerinnen und Künstler. Es bilden sich immer wieder Kooperationen, die auch im Nachhinein noch bemerkenswerte Werke präsentieren. Yes, for us as well, very important that there is this live connection between the composer and ensemble. That's why last year in the pandemic we couldn't do the festival in the end, because the online version was not good enough for us, since you cannot work so well together simply. So we decided to postpone instead, and we are super happy now that we can do this, because the results of the work are so much better, and they give so much also joy and input to the composers and to the ensembles. They learn from each other and they cooperate, and from then, from this cooperation, many times we have later on cooperations. For example, the ensemble commissions new pieces again from the same composers that they worked in Crossroads, or they play the same pieces in their other concerts. So this is also very important for us in this nachhaltig, sustainable way of thinking, and we really try to introduce it. To support this idea in our festival, yes. Klassische Musik ist vielseitig und keinesfalls eintönig. Mit Hilfe des Crossroads Festivals wird dies jährlich von der Universität Mozarteum bewiesen. Zum Schluss möchten wir euch gerne noch mal ein paar kommende spannende Events vorstellen. Zum Beispiel könnt ihr euch die Local Heroes im Rockhaus am 12. November anschauen oder vom 11. bis zum 16. November das Open Minds Festival in der Arge. Abgesehen von Mozart hat die Stadt Salzburg also für klassische Musikliebhaber und Liebhaberinnen einiges zu bieten. Neben der typischen klassischen Musik werden wir in Zukunft sicherlich noch weitere Arten und Formen dieses Genres kennenlernen. Das war's für diesen Monat bei Backstage. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.